Hier unten HDMI, DVI und VGA werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. HDMI, den ihr ja nicht benutzt bei diesem Prozessor, weil der keine integrierte Grafikeinheit hat. HDMI, DVI und VGA, die werdet ihr sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Echt jetzt? Ich hab's jetzt einmal nicht dabei gesagt und dann wird gefragt, warum man den HDMI-Anschluss auf dem Mainboard nicht nutzen sollte. Das ist jetzt absolut kein Diss gegenüber dich, der Lauch-Lol. Es ist nur einfach so, ich sage es in fast jedem Video, jetzt habe ich es einmal weggelassen, weil es hängt den Leuten zu den Ohren raus, sie wissen es mittlerweile. Und dann wird diese Frage gestellt. Ich werde es in den nächsten Videos einfach immer wieder sagen. Ich werde es immer wieder sagen. Ist mir egal, ob ihr das noch hören wollt oder nicht. Ich sage dann, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Ganz einfach. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Hier haben wir jetzt das Video vom letzten Mal, der bestware.com. Da haben wir ein Gewinnspiel gemacht und ich werde jetzt einfach mal diesen Link nehmen. Übrigens, Gewinnspiel ist jetzt vorbei, ne? Ihr könnt gerne noch kommentieren, aber das ist jetzt erstmal vorbei. Wir packen das hier in so einen YouTube-Random-Comment-Picker. Ich habe jetzt auch eine Lavalampe im Hintergrund, das heißt, ihr seht, ob ich jetzt einen Schnitt habe oder nicht. Aber ich werde hier keinen Schnitt reinmachen, klar. Ich füge das jetzt hier ein. Dann duplizierte Users auf jeden Fall filtern. Der Rest ist, glaube ich, relativ egal. Da kommen wir auf 160 Comments. Und wir starten jetzt einfach mal den Random Picker. Dann schauen wir mal, was er ausspuckt. HardwareFreak26 hat gewonnen. Bin erst vor kurzem auf deinen Kanal gestoßen, habe direkt abonniert. Schönes Video. Vielen Dank für das Lob und herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt gewonnen. Meld dich bitte bei mir im Discord, schreib mich einfach an, wir werden das auch verifizieren. Also ich werde dir sagen, pass auf, mit dem Account musst du nochmal woanders kommentieren, in irgendeinem Video von mir. Und dann weiß ich, dass du es auch wirklich bist. Und jetzt habe ich eben eine Umfrage gestartet. Welcher Preisbereich für Fertig-PCs ist für euch interessant? Ganz klar 1000 bis 1500 Euro. Und was mache ich? Ich nehme 4.599 Euro PC. Aber weil er sich gewünscht worden ist. Irgendjemand hatte geschrieben, er würde mal gerne was darüber erfahren. Übrigens, alle eure Kommentare. Wenn ihr jetzt irgendwie schreibt, schaut dir mal bitte das an oder das an. Ich komme dann natürlich nicht so krass hinterher. Ich suche mir dann irgendwas raus davon und mache es dann. Schreibt eure Videovorschläge auch gerne in unserem Discord. Da bleiben sie auf jeden Fall gut gespeichert. Da verliere ich die nicht einfach unter den ganzen Kommentaren. Das letzte Video ist ja ausgeflippt wegen dem Gewinnspiel. Kommen wir erstmal zu dem Bild. Das ist einfach nur das Gehäusebild. Und so würde ich mir das immer wünschen. Entweder das Gehäusebild, dass wirklich nicht irgendwas drin leuchtet, was nicht leuchten soll. Oder eben wirklich das System, wie es 1:1 gebaut wird. Das ist natürlich schwierig. Vor allen Dingen, wenn man jetzt umkonfiguriert. Aber so finde ich es gut. Tubaro macht das richtig. Als Prozessor haben wir einen Intel i9-12900KF. Auch hier sage ich direkt KF. Also die K-Variante ist dann die übertaktbare Variante. F-Suffix bedeutet keine integrierte Grafikeinheit. Deswegen kein Bild über das Mainboard ziehen. Macht sowieso keinen Sinn, weil hier eine Grafikkarte drin ist. Aber ich will es nochmal gesagt haben. Der hier hat keine integrierte Grafikeinheit. Deswegen könnt ihr HDMI auf dem Mainboard nicht benutzen. Hat 16 Kerne, 8 plus 8. Also 8 Performance und 8 Efficiency Kerne. Das bedeutet dann für euch einfach nur, die Performance Kerne, die schalten sich bei, sobald wirklich Leistung gefragt ist, in Games oder Streaming, wie auch immer. Die Efficiency-Kerne sind einfach dafür da, wenn ihr jetzt Office oder sowas macht nebenbei oder nur ein bisschen Texte schreiben, keine Ahnung, ein bisschen surfen, dann verbraucht er nicht so viel Strom unter anderem. Deswegen auch die TDP von 125 bis 241 Watt, das ist natürlich ein enormer Sprung, fast nochmal 100% Aufschlag, wenn sich die Performance-Kerne zuschalten. Es sind auch nur die Performance-Kerne, die Hyper-Threading unterstützen, die anderen sind einfach ganz normale Kerne, deswegen haben wir hier 24 Threads. Ist ein Top-Prozessor zum Streamen, zum Zocken, ist das Beste, was ihr im Moment kriegen könnt. Es ist einfach so. Gut, es gibt noch den mit Grafikeinheit, wie man das jetzt aufwiegen möchte, ist relativ egal. Unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz und der kostet 568 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir eine Corsair H150i Elite Capellix. Die reicht für diesen Prozessor auf jeden Fall aus. Wenn man jetzt natürlich irgendwie mit dem Gedanken spielt zu übertakten, dann wird der trotzdem sehr warm. Man muss auch sagen, wie es ist. Es ist der beste Prozessor im Moment auf dem Markt und der wird halt gut warm. Eine 360er I.O. schafft das. Aber im begrenzten Maße. Es gibt ja noch eine 420er Wasserkühlung. Wie sich das da auswirkt, kann ich euch echt nicht sagen. Ich habe so ein Ding noch nicht hier gehabt. Ich konnte es leider noch nicht testen. Aber die reicht auf jeden Fall für so ein System aus. Hat auch 5 Jahre Garantie, RGB-Beleuchtung steuerbar über IQ. Die Software sollte eigentlich jeder kennen, der vielleicht auch mal irgendwie Corsair RAM oder so in seinem System hatte. Und die kostet 179,96 € bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein MSI Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR5. Ist natürlich krass, dass die auf DDR5 gehen.
DDR5 ist aktuell sehr, sehr teuer. Sehen wir auch gleich noch beim Preis. DDR4 hätte es natürlich auch getan. Nur wer jetzt 4.600 Euro für das System ausgeben möchte, hat natürlich das aktuellste vom aktuellen. Man kann hinterher auch hergehen, sagen wir jetzt, da kommt DDR5 RAM mit gescheiten Timings, weil die Timings sind im Moment noch so ein bisschen... Megahertzzahl ist natürlich enorm, aber die Timings sind aktuell noch nicht so geil. Da kann man dann hinterher hergehen und noch besseren reinbauen, klar. Hat den Z690 Chipsatz, heißt für den K-Prozessor auch gut geeignet, weil man damit super übertakten kann. Wisst ihr, was geil ist? Ich schneide gerade das Video und finde dann heraus, dass ich das falsche Mainboard genommen habe. So ein Mist. Nein, das ist so gelaufen, wir machen diese Configs dann immer bei Geizhals, das machen öfters mal die Berater und einem von unseren Berater, Crytek, ist das falsche Board reingerutscht. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Das hat hinten ein paar andere Anschlüsse, jetzt nicht viel. Von der Erweiterbarkeit her und so weiter ist das ein Top-Board immer noch. Wir haben einen Preisunterschied gegenüber dem Tomahawk, was jetzt Dubaro nimmt, weil wir haben nämlich das Edge verglichen von ungefähr 30 Euro. Das macht den Braten jetzt nicht fett bei so einem System. Ich wollte es nur noch mehr erwähnt haben. Schimpft mich bitte nicht aus dafür, das kann passieren. Ich bin eben von der Frühschicht gekommen, bin pennen gegangen, aufgestanden, habe das Video aufgenommen. Total verklatscht. Ich habe selber nicht gemerkt beim Aufnehmen. Nur gerade beim Schneiden. Irgendwas passt da nicht. Also es ist jetzt wirklich nicht großartig unterschiedlich. Gut, es hat jetzt hier RGB-Beleuchtung und so weiter, das andere nicht. Ja, technisch, Erweiterbarkeit und so weiter. Wo wir immer drauf eingehen, hat es keine großen Unterschiede. Nur lasst es euch gesagt sein. Dann haben wir hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Ihr könnt bis zu 4 M.2 SSDs verbauen, wenn ihr das möchtet. RGB-Beleuchtung hier oben so ein bisschen, da unten in der Ecke so ein bisschen. Auf jeden Fall eine Menge Erweiterungsslots für zum Beispiel eine Capture-Card oder ähnliches, was ihr gerne so erweitern möchtet. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN, Bluetooth, Netzwerkanschluss, 5x USB 3.1, einmal USB 3.2 Typ C, 2x USB 2.0 und hier das Thema HDMI DisplayPort bitte nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und das kostet 327,87 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 24 GB Nvidia RTX 3090. Jetzt stellt sich für mich die Frage, was für eine. Da steht beliebiger Hersteller, wenn man in den Konfigurator reingeht. Hier steht jetzt ein Zotac-Zeichen. Es kann also sein, dass ihr auch eine Zotac kriegt, weil sonst ist nichts in diesem System von Zotac. Aber da wir die freie Wahl haben, nehmen wir die GameWare GeForce RTX 3090 Phantom Plus 24 GB. Also der Speicher ist der gleiche, der Chip ist der gleiche. Auch von der Leistung her sind die eigentlich alle gleich. Ist klar, der eine hat ein bisschen OC da drin oder so, aber das macht den Braten jetzt nicht fett. Das ist auch irgendwo immer eine Designfrage, was möchte man in seinem System haben. Ich kann es euch nicht genau sagen, ob es die jetzt ist. Es kann wie gesagt auch eine Zotac sein. Ist natürlich das Topmodell im Moment schlechthin. Es gibt nichts Stärkeres auf dem Markt. Eine 3090 mit 24 GB VRAM ist natürlich auch... Puh! Also ich sage ja immer, eine 3080 Ti langt auch. Da habt ihr weniger Speicher, klar, aber die Leistung ist ungefähr die gleiche und ihr spart nochmal so um die 500-600 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Aber auch hier gesagt, das System ist natürlich gut teuer und da will man das Beste vom Besten. Das wird hier auf jeden Fall auch verbaut. Ich werde euch einen FPS-Test dazu verlinken, weil wir hatten das jetzt vor kurzem erst im Aldi-System. Da war auch dieser FPS-Test drin. Ich verlinke ihn euch einfach, wenn euch die FPS interessieren. Der ist dann unten in der Videobeschreibung. Hat auch eine TDP von 350 Watt laut Nvidia und 420 Watt laut Gainward. Da kommen wir auch gleich noch zu dem Thema. Und die kostet 2.299 Euro bei Mindfactory. Arbeitsspeicher 64 GB, 4x16 GB DDR5 Kingston 6000 MHz Fury Beast. Das ist eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage. Aber ihr seht hier schon die Timings. Also CL40 ist jetzt auch nicht... Ja, was soll ich dazu sagen? Es gibt im Moment noch, glaube ich, CL36. Das ist dann auch das höchste der Gefühle. Also... Ob der jetzt den Mega-Unterschied zu DDR4 macht, steht auf einem anderen Blatt. Es ist auf jeden Fall guter RAM. Wir haben dieses Set hier zweimal mit im Warenkorb. Klar, wir haben ja 64 GB. Aber 64 GB ist natürlich auch schon krass, ne? Also das nimmt man zum Video bearbeiten oder Animationen erstellen oder ähnliches. So als Zocker braucht man es eigentlich nicht. Aber es ist so drin, deswegen packen wir es auch so ein. Und der kostet 343,90 Euro mal 2 natürlich. Wir haben ja zweimal dieses Set da drin. Festplatte, 2 TB Samsung PM9A1 M.2 PCI Express 4.0 SSD. Also das Ding, das rennt auch wie Sau. Lesegeschwindigkeit 7000 MB die Sekunde, Schreiben 5200 MB die Sekunde. Wir haben hier 2 TB, man kann natürlich später noch erweitern. 2 TB finde ich tatsächlich schon wieder ein bisschen wenig bei 4600 Euro. Aber das müsst ihr selber entscheiden, ihr könnt ja nachkonfigurieren. Und die kostet 261,06 Euro bei Mindfactory. Netzteil, 1200 Watt Be Quiet Dark Power Pro 12. Ja, brauche ich nichts zu sagen. Top-Netzteil. 1200 Watt für das System. Super, auch effizient vor allem. Ihr seid hier vollmodular unterwegs. Ihr habt 80 plus Titanium. Das ist auch das höchste der Gefühle, was ihr irgendwie kriegen könnt. Bei 50% Auslastung. Ganz wichtig. Es ist einfach nur so, überlegt mal, der Aldi-PC, ne? Der hat ja circa die gleiche Config.
also was Prozessor und Grafikkarte angeht, der hatte nur ein 750 Watt Netzteil. Ja, warum packt Ubaru jetzt 1200 Watt da rein, ne? Weil sie nicht doof sind, ganz einfach. Okay, die haben auch doofe Systeme, aber das ist wirklich ein gutes Netzteil. Hat auch 10 Jahre Garantie, also ich kann nichts Schlechtes darüber sagen. Und das kostet auch stolze 322 Euro bei Mindfactory. Gehäuse, Lianli PCO11 Dynamic. Ja, ist ausgelutscht, ne? Also brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen, ist ein Top-Case. Haben wir hier im Haushalt auch als XL-Variante. Ich muss gleich noch was dazu sagen. Mir fehlt nämlich bei diesem System etwas, da komme ich aber am Ende zu. Ja, es hat einen guten Airflow, es lässt sich alles gut drin verbauen, es sieht schick aus, hat jeder Streamer irgendwo in der Ecke stehen. Was soll ich noch dazu großartig sagen? Finde ich gut, also qualitativ echt in Ordnung. Und kostet 133,37 € bei Mindfactory. Betriebssystem haben wir hier nicht mit dabei, könnt ihr entweder bei meinem Partner kaufen oder bei Dubaro dann für 50 Euro, bei meinem Partner deutlich billiger. Service 2 Jahre Garantie, Retourenschein im Reklamationsfall, kein Pickup und Return. Ihr kriegt einen Retourenschein. Das heißt, ihr müsst das Ding unter den Arm klemmen und klemmt euch mal so ein Lianli Dynamic O11 unterm Arm. Und müsst damit zur Post. Viel Spaß. Aber ist egal, 2 Jahre Garantie stehen. Bullguard Internet Security könnt ihr wegschmeißen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 4.779,06 €. Das System soll kosten 4.599 €. Also abzocken tun sie euch damit nicht. Das ist natürlich den Grafikkartenpreisen geschuldet, klar. Ich weiß nicht, was die für EK-Preise haben bei den Grafikkarten. Die werden jetzt auch nicht so dolle sein, aber die werden hier auf jeden Fall keinen Verlust machen. Das kann ich euch so sagen, wie es ist. Das System ist super konfiguriert. Keine Frage, habe ich überhaupt kein Problem mit. Was mir persönlich fehlt, sind noch zusätzliche Lüfter. Ja, das ist Kleingeschisse, aber da lege ich Wert drauf. Bei diesem Gehäuse, wenn ihr das bei einem Streamer stehen seht, habt ihr dann meistens 9 Lüfter da drin. Da sind 3 unten, 3 an der Seite, 3 oben. Die 3 oben habt ihr durch die Wasserkühlung oder eben an der Seite. Ich weiß nicht, wo die das einbauen. Es ist nur einfach so, wenn ihr euch das holt, dann konfiguriert euch noch irgendwie 6 Lüfter dabei. Am besten RGB-Lüfter, wenn ihr da Bock drauf habt. Weil dann ist der Airflow auf jeden Fall super gegeben, weil ohne finde ich es dann doch schon ein bisschen wenig vom Airflow her. Also zumindest macht irgendwie eine Reihe voll, dass ihr unten 3 Stück reinpackt und oben die 3 habt, dass es einmal so durchziehen kann. Der Rest ist Optik. Ja? Das fehlt mir hierbei so ein bisschen. Das System wird jetzt, glaube ich, nicht überhitzen, denke ich nicht. Aber ist halt noch so ein Tipp meinerseits. Und da wir am Anfang dieses Zotac-Zeichen hatten, möchte ich euch jetzt nur mal zeigen, was der Unterschied wäre. Wir haben ja eben mit der Gainboard hier gerechnet. Die hat 2.299 € gekostet. Nehmen wir jetzt direkt eine Zotac, ist die mal locker flockig nochmal 100 € teurer. Ich weiß aber nicht, ob sie eine Zotac einbauen. Steht nicht im Konfigurator drin, da steht beliebiger Hersteller. Ist ja auch egal, wie man es nimmt. Ihr gebt auf jeden Fall nicht zu viel Geld aus. Aber jetzt aktuell auf DDR5 zu setzen, das habe ich beim Aldi-PC schon gesagt. Ich glaube, das macht noch keinen Sinn. Das macht für später vielleicht Sinn, aber jetzt aktuell... ja. Müsst ihr wissen. Wenn ihr die Kohle rumfliegen habt, kauft es euch. Und konfiguriert noch die Lüfter rein. Das ist okay. Und ich war mal so frei. Ich habe das Ganze jetzt noch bei Mindfactory mal zusammengestellt. Hier haben wir den Prozessor, die Wasserkühlung. Hier haben wir jetzt eine KFA2-Grafikkarte drin, aber auch eine 3090. Hier haben wir anderen RAM genommen. Der hat bessere Timings, aber es sind eben auch 2 Sets A 16 GB. Also insgesamt 64 GB mit RGB-Beleuchtung, wer da jetzt Wert drauf legt. Die SSD ist die gleiche, das Netzteil ist das gleiche, das Case ist das gleiche und das Mainboard auch. Und da seid ihr bei 4.903,39 € plus Zusammenbau bei Mindfactory wärt ihr über 5.000 €. Dubaro hat 4.599 €. Ja, auch in Ordnung. Selbst bei Mindfactory kriegt es jetzt gerade nicht günstiger. Selbst wenn ihr selbst baut, kriegt ihr es nicht günstiger. Ist halt einfach so. Gut, wie gesagt, ich habe ja jetzt besseren RAM genommen, eine andere Grafikkarte, vom anderen Hersteller aber nur, jetzt nicht ein anderes Modell. Also preislich gesehen ist das Ding echt gut. Und es wurde nachgefragt. Ich weiß nicht, ob der Dude einfach nur die Gaming-PCs aufgemacht hat und runtergescrollt hat, was ist das teuerste, das drückst du ihm mal als Video rein. Aber wenn es dich wirklich interessiert und du willst dieses System kaufen, kauf es, nimm noch 3 Lüfter dabei. Ganz wichtig. Und schreib denen da irgendwie bei, bitte Lüfter dann unten einbauen. Oder du nimmst direkt 6, weil dann haben sie keine andere Möglichkeit mehr, dann müssen sie seitlich und unten einbauen. Ja, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt sie gerne in die Kommentare. Videovorschläge und so weiter auch gerne ins Discord, überhaupt kein Problem. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das würde mir beim Wachstum ein bisschen helfen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.